Liebe Zuschauer, wir haben in letzter Zeit sehr viel von der Television gehört und geredet. Und wir freuen uns außerordentlich, dass wir Ihnen gerade während der Mustermesse einen kleinen Versuch zeigen dürfen. Wir befinden uns also jetzt im Studio Münchenstein. Ah, das ist jetzt also das Studio Münchenstein hier. Also hören Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich auch, einfach reinzutrampeln? Guten Tag, einen Weg, Fräulein. Ja, guten Tag, Herr. Der Name spielt auch keine Rolle. Ich komme sozusagen als Vertreter vom fernsehinteressierten Publikum und möchte gerne dahinter kommen, wie so eine Sendung überhaupt vor sich geht und funktioniert. Sie sind doch sicher so nett und lieb, mir das einmal zu erklären, Fräulein. Also gut. Aber Sie hätten ja eigentlich Gelegenheit mit den anderen Leuten, die jetzt gerade in einem Autocar angekommen sind, unser Studio nicht in, sondern während der Sendung anzuschauen. Ja. Was möchten Sie denn eigentlich gern wissen? Ja, allerhand. Also das hier, das beispielsweise wäre jetzt Kamera, stimmt's? Ja, das ist ein sogenanntes Super-Ikonoskop. Ja. Und durch den steht übrigens noch eins. Ah, als Ersatz natürlich. Ja, ja. Nein, wissen Sie, bei einer Televisionssendung braucht man nämlich zwei Kameras, nicht? Jetzt ist Kamera 1 eingeschaltet und jetzt sieht man es beide von vorne. Und wird da eine die zweite Kamera eingestellt, dann sieht man es also beide im Profil. Und das sehen jetzt alle zusammen? Nur ich sehe fast nicht mehr. Das ist ein verrückter Scheinwerfer, alle Blenden. Ja, wissen Sie, es braucht auch sehr viel Licht. Legen Sie mal da oben, auf der Beleuchtungsbrücke, die ganze Reihe von Scheinwerfern. Und da unten auch überall. Und alle, für mich? Ja, also für Sie und das Deko. Mhm. Sie meinen das Bühnenbild? Ja, also im Theater sagt man dann Bühnenbild. Aha. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier ein Zimmer? Sie merken aber auch alles. Ja, das ist ein Riesenstudio, das. Da hat ja bei Gost halben Münsterplatz drin, wenigstens der Höhe noch. Ja, die Höhe, das ist schon die Höhe. Das kann man wohl sagen. Und dann haben wir hier noch Platz für 7 weitere Zimmer, ein grosses Orchester, einen Eisenbahnwagen, Affen, für alles, was man eigentlich so bei einer Sendung braucht oder eventuell brauchen könnte. Außer den Leuten, die hier umeinander stehen. Ja, umeinander stehen. So, das, da sind die Kameramänner. Hier ist der Beleuchter, der Dekorateur, der Maskenbildner und dann dort oben der Regisseur und der Tontechniker. Ah ja, dort hinter so einer Glaswand. Ja. Sie auf, Sie kommen an Galgen. Wieso? Ja, doch nichts kaputt gemacht. Ja, an Tongalgen, an Giraffe. Ah, Giraffe. Ja, wisst ihr, mit dieser langen Stange hier, wo das Mikrofon vorne dran hängt, sagt man Tongalgen. Ah, wenn ich jetzt einen Witz machen werde, das also Galgenhumor. Das ist eine komplizierte Sache, die ganze Sache. Ja, es ist noch viel, viel komplizierter. Aber jetzt müssen wir also wirklich entschuldigen, wir nämlich mit unserem kleinen Programm anfangen. Ja, so. Wiederlegen, Fräulein. Und merci. Meine lieben Zuschauer, Sie sehen jetzt also die Margrit Reiner und die Rudi Walter, unsere beiden bekannten Schweizer Kabarettisten, in einem lustigen Sketch, der auf gelungene Art mit der Television zu tun hat. Recht viel Vergnügen!